Ich hab so einen Brass auf die Bild-Zeitung, war. Die haben mich fotografiert, wie ich am 1. Mai im Bikini Steine auf diese Bullenschweine geschmissen habe. Und daneben haben sie dann so einen scheiß Sextext geschrieben. Antifa-Rutsche kamen, glühen gleich die Piercings. Wie froh ist sie da, als endlich die Freunde und Helfer von der Berliner Polizei kommen, ihre großen Schläuche ausrollen und sie ordentlich nass machen. Sowas schon mal gehört? Ey, das war ernstzunehmender politischer Protest. Wo sind denn da meine Persönlichkeitsrechte? Die Schweine verklage ich. Die Bild-Zeitung wird ja täglich von fast 10 Millionen Leuten gelesen. Stand jedenfalls in der Bild-Zeitung. Naja, da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn so viele Leute die Bild lesen, dann kriegen die nackten Frauen auf der ersten Seite bestimmt super viele Angebote von Männern. Und dann habe ich halt auch ein paar erotische Fotos von mir gemacht und der Bild-Zeitung geschickt. Und die haben sogar eins gedruckt. Das war so ein Artikel über Schönheitsoperationen und ich war das Vorherbild. 5 Millionen Männer sehen das. Daumen drücken. Ich war ja mal eins von den Seite-1-Mädchen. Das war in der Zeit, als es so heiß war. Und deswegen meinte der Fotograf, ich könnte die Unterwäsche ruhig weglassen. Und der Text daneben ging so, das weiß ich noch. Hui, ist das heiß. Deswegen weht bei Ulla, 23, meistens ein frisches Lüftchen zwischen den Ohren. Jetzt sucht die frisch gebackene Hauptschulabsolventin jemanden, dem die inneren Werte egal sind. Ja, und so habe ich meinen Freund kennengelernt.